Episode 5 auch schon wieder durch. Alter, es geht zu schnell, ne? Episode 5! Das Imperium schlägt immer noch zurück. Zum 6. Mal heute. Verrat über Bespin. Dann kommen viele Wespen. Nach der Niederlage der Rebellen auf Hoth sucht Han Solo, Hähnchen Solo, in der Wolkenstadt hoch über dem Planeten Bespin Zuflucht. Sein alter Freund Lando Calrissian ist nun Baron und Administrator der selbstverwalteten Kolonie und so hofft Han auf einen warmen Empfang. Doch in diesen Zeiten technischer Unruhen ist nichts, wie es scheint. Und es war so kalt wie zuvor. Gott, weiter geht's. Du schon wieder, scheiße. Meine Frau ist hübsch. Wie wär's mit uns beiden? Noch nicht. Nö, Hey! Endlich ein Familientreffen. Nein, nein, mein Liebster. Nein. Ich komme wieder. Schöne Frau. Ich werde dich immer lieben. Oh. Ist er doch kein Verräter? Achso. Und wir hier rennen jetzt Boba Fett hinterher. Ist er nicht tot? Der ist in Episode 2 gestorben, oder nicht? Ne? Okay. Egal, ich glaube, die Story muss ich ja nicht. Ist er nicht gestorben, oder was war anders? Dann muss er anders überleben dann. Das wird er nicht hier sein. Obwohl, bei Star Wars gab es ja schon manchmal, Tote leben wieder, weil wir brauchen ihn gerade. Oh. Macht doch auch mal Treppen, ne? Okay, dieses Kapitel kann nicht lang sein. Haben wir nicht. Jetzt ihn haben wir lange nicht mal gespielt, ne? Nehmen wir ihn ja mal. Diese Musik dazu. Komm her! Komm her! Mobbing! Oh, hab ich ja ganz. Entschuldigung! Oh! Oh! Aha! Geil! Das Level liebe ich. Ein cooles Level. Ich glaube sogar. Doch, es ist mein Lieblingslevel für das Kapitel. Ey! Doch, irgendwie schon. Das hat irgendwie was. Ach ja. Ich glaube auch mit Lego 12 Uhr. Ich glaube irgendwie, das war echt eine coole Sache, das gemacht. Ich meine, wir hatten ja mit Lego ja schon angefangen, mit Lego Batman 1 damals. Da habe ich ja danach wieder aufgehört, habe ich aber nur so aus Gag gemacht. Also, das war ja eher so ein. Also, wo ich so gedacht habe, kannst du ja kurz mal Lego aufnehmen. Und merkte, die werden doch größer als ich dachte. Oh nein! Sie nehmen Hähnchen Solo mit! Nee, das verstehen bitte! Oh. Kannst du dir vorstellen, einen neuen Ehemann? Haha! Haha! Geil! I love it! I love it! Was jetzt? Warte, es gab so eine Tür, die nur du öffnen konntest, R2D2. Weißt du nicht, ob das Game jetzt das meint? Ich gehe aber davon aus. Doch, meint das Game. Ist richtig. Oder? Also ich will, oder wir machen aber. Doch.
bist. Finde die Musik dazu so geil. Du mordest dich hier so durch, nur. Du. Wieder haben wir ihn, dafür sind wir dich nicht. Und die Tür. Die ist auch gut. Nehmen wir die hier. Ey. Ah, ihr habt erst ein Bild auseinandergefriemelt. Ach du Scheiße. Den muss ich hier wieder zusammenbauen, oder wie? Ah, jetzt. Ich muss sagen, ich finde diese Teil echt charmanter. Der ist ja echt charmant. Na ja, komm, der Rest muss auch mal kommen. Arschbeine und alles würde anderes. Danke, danke. Ja, ja, ja. Sehr schön, komm, wir bauen hier wieder zusammen. Ja, zu dir zu, ne? Was ein bisschen. Du sahst aus, wo ist auseinandergenommen? Haha, auseinandergenommen. Was ist denn, das ist also wörtlich, ne? Ich nehme dich auseinander. Was? Mama, wie bitte? Okay, komm, C3-Po. C3-Po. Oh. Entschuldigung. Ich habe noch ein Problem mit Front und Feind und Schalte bleibt. Okay, was war da? Ein Spiel ab 6 darf ich Unschuldige töten. Was soll mir das sagen? Was soll mir das über die Spiel verraten? Wo brauche ich denn das? Hey! Nicht hier, nicht eine Saufparty veranstalten. Da waren wir. Ich darf Unschuldige schlagen und töten und alles. Was soll mir das über. Da ist es und darf es. Welche Werte wollte Lego hier mit vermitteln? Das fällt nicht auf. Krumm und schief, das fällt erst recht nicht auf. Hallo? Hallo? Guten Tag. Ah, hier gibt es jetzt. Ah, nice. Ich bin gemein zu C3-Po, aber er braucht das. Okay, die Serie ist doch länger als ich dachte, ne? Ich habe irgendwie so gedacht, nur will wohl nicht lang sein. Oh. Die haben Arschprobleme, Leute. Ich bin gestorben, ich musste mich am Arsch kratzen. Weil ich einen Mini-Schrumpf bekommen habe.
Komm, C3PO. Ach so. Ah, du blöder Holzquid, das haben wir weg. Bleib da mal da weg. Ah, jetzt geht er, lol, okay. Was brauchst du? Den langsamsten. Lauf, rettet euch, komm, wir müssen aber schießen. Kann er... Das geht. Sehr schön. Ich habe darauf auch ein bisschen gehofft, dass so Roboter das können. Oh, und der Raumschiff. Nice. Hallo Leute. Hi, wir sind wieder. Wir übernehmen. Wir würden dann doch ganz wieder unser Raumschiff gern wieder haben. Haben wir beschlossen. Wir hoffen alle, dass sie damit einverstanden sind. Und wenn nicht, nehmen wir uns trotzdem. Sehr schön, lass uns verpissen. Wir sind raus. Du hast bitte nur eine Rakete gehabt, nur einen zu töten. Und tschüss. Ich habe eine kleine Schnittwunde davon getragen, als wir davor gekämpft haben. Eine minimale. Episode 5 abgeschlossen. Ja, fehlen noch 6 Numbers. Lando Calrissian. Okay. Prinzessin Leia, Bespin.
war ja auch ein easy Kapitel. Ah, ja doch, eigentlich. Doch, also das eine Kapitel ging die Episode eigentlich doch relativ gut von der Hand. Und das eine Hoff-Level da, nee, Hoff und dieses Falkenflug-Ding da, das war echt ein bisschen immer das Gleiche. Oh, tolle Prothese. Nice. Ja, das gibt's am Ende. Also, wenn der Pedro durch ist, dann werden wir uns die Credits auch einmal durchspielen lassen und dann. Ja, dann reicht das. Also, machen das einmal und dann ist gut, ne? Gut, ja, die Credits durchspielen lassen. Jetzt jedes Mal die Credits durchspielen lassen. Ich glaube, das ist irgendwie auch affig. Das Let's Play ist noch nie vorbei, ne? Denn beim nächsten Mal, da kommt die Rückkehr der Jedi-Ritter. Mit Jabba's Palast. Ey, krass, dass wir nur bei Episode 6 sind, ne? Wir haben bald noch 2 Stunden oder so. Aber noch 2 Stunden werden lassen, das Ding durch. Aber das beim nächsten Mal. Das beim nächsten Mal, Leute. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch mal wieder wie immer Spaß gemacht hat. Und dass ihr am nächsten Mal wieder einschaltet zu einer neuen Runde Star Wars, die komplette Saga, wo wir dann das Spiel durchspielen werden, schätze ich beim nächsten Mal. Nochmal 2 Stunden, nochmal Episode 6 und dann ist es fertig und dann, ja, kommt wahrscheinlich schon. Ich hoffe, dass wir dann das nächste Lego-Spiel starten. Ich weiß es aber noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich nach Episode 6, das möchte ich nochmal sagen, ob ich dann schon das nächste Lego-Spiel starte. Ich meine, bei DC Super Heroes war es ja so, da habe ich gleich das hier gestartet dazu, danach. Ob das danach nochmal so ist, ich meine, ich hätte ein Lego-Spiel, das ich gerne machen würde. Aber, ist auch eine zeitliche. Deswegen gucken wir mal, wir haben noch Kena, wir haben noch ein bisschen was, auch was auf Dingen. Und ich würde es gerne machen, mal gucken. Also, ja, hoffentlich ist es möglich, hoffentlich kriegen wir alles hin. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ja, der YouTube-Kanal läuft ja auch wieder vernünftig, insofern. Läuft alles. Ja, insofern bis zur nächsten Aufnahmesession, dann werden wir das Spiel zusammen beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs mit dabei sein, vielen Dank für alles, die Unterstützung und sonst was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, wenn es wieder heißt Star Wars, dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Euer Pirates. Ciao.